So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sniper Elite 4. Okay, so, das da oben können wir auch noch zerstören. Zack, sehr gut. Na? Sollte wieder nachhelfen? Passt. So, nachladen. Und jetzt schauen wir uns da drinnen um. Da drinnen gibt es auch noch etwas. Da drinnen müssen wir Informationen finden. Der Rest interessiert mich weniger. Das können wir nicht mitnehmen. War für Pistolenmunition anscheinend. Das wird wahrscheinlich hier drinnen sein. Entschuldigung. So, dann gehen wir auch wieder da weg. Dass ich nicht umgebracht werde wieder von irgendeiner Explosion. Ja, natürlich, da kann man nicht durchgehen. So. Somit haben wir das auch wieder gefunden. Hört sich so an, als hätten die Nazis die Orchidia in eine Falle gelockt. Sie haben uns getürkte Nachrichten zukommen lassen. Okay, wir bleiben mal auf der Seite. Und wir müssen da die Schiffs... Artillerie zerstören. Dann bleiben wir gleich auf der Seite. Das ist da vorne 85 Meter. Jetzt nur noch 70. Okay. Hier dürfte eigentlich eh keiner mehr sein. Na passt. Das können wir mal kaputt machen. Da haben wir die Schiffsartillerie. Sieht auch ziemlich ungesund aus. Und zack. Gehen wir da ein bisschen weiter nach hinten wieder. Da gehen wir in Deckung. So, 2 von 5 haben wir jetzt schon kaputt gemacht, okay. Dann sollte hier gleich die nächste sein. Da ist auch noch was zum kaputt machen. Wie viele Rucksäcke hatten der mit? Ist ja unglaublich. Shotgun-Munition interessiert mich weniger. Ich hoffe, die Explosion reißt mich jetzt nicht in den Tod. Ich bin aber schon ziemlich weit weg. Sehr gut. Somit ist das A wieder weg. Dann machen wir gleich da unten weiter. Perfekt. Gut, dann schauen wir gleich mal weiter. Hier oben, Informationen finden, noch einmal. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir da raufkommen. Na, explodierst heißt noch. Geht ja, danke. So, 3 von 5. Sehr gut. Es läuft. Wie komme ich denn da am besten rauf? Das ist alles abgezäunt hier, okay. Das heißt, wir gehen da die Straße rechts rauf entlang. So, der Typ hat mich gesehen. Das heißt, wir gehen hinten entlang. Das Gerüst sieht nicht sehr stabil aus. Ganz ruhig und langsam. Da oben haben wir einen Verbandskasten. Sehr gut. Den nehme ich sehr gerne mit. Ist halt jetzt da die Frage, wenn ich darauf gehe, ob ich die dann gleich im Visier habe, da links. Scheint so. Wow, wie es das Gehirn nach hinten drückt hat. So, dann nehmen wir einen normalen Verband. Klebt er den mal rauf. Wir gehen da oben raus. Nämlich da kommt er gleich. Oh.
So. Das war sogar ein Kopfschuss. Alter Falter! Rein, 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 rein! Verbandskasten nehmen, bitte. So, mal schauen, ob der da runterkommt. Das sind jetzt da drei. Okay, eine Stiftgranate werfen sie mal hin. Der eine schaut nach. Ob ich weg bin. Ja, natürlich. Okay. Genau, wegen dem müssen wir halt aufpassen. Gott sei Dank hat es mich jetzt da nicht allzu stark erwischt. Gott sei Dank. Das heißt, wir gehen da durch. So, das sind jetzt vier Leute wieder. Fertig looten bitte auch. Danke. Mehr finde ich nicht. Mal schauen, ob die da herkommen. Scheint aber nicht so. Die laufen alle da rechts vorbei. Ja, ja, die rennen alle jetzt da runter. Okay, da sehe ich gar keinen. Boah, die treffen sich alle da unten. Die möchte ich aber schon alle da niedermetzeln. Okay, dann werfen wir eine Stiftgranate rauf. Mach Bumm! Sehr gut. Das sind Unmengen. Und wieder rein gleich. Ich glaube, ich habe alle, oder? Habe ich jetzt alle erwischt? Rein da. Ah, das stört mich nicht. Wie kann ich denn das da vorne überhaupt ausschalten? Das ist auch wieder die große Frage. Auch mit einer Stiftgranate, schätze ich einmal. Das heißt, wir müssen uns anschleichen irgendwie. Verbandskasten und einmal Verband. Das hat sich sogar gelohnt. Bist du deppert? Schaut euch meine Leben an. Boah, der Typ hat mich jetzt urweit runterpötzt. Alter, wie viele kommen denn da noch? So, Kopfschuss. Alter. Ja, es wird schwieriger. Das hier wird sehr nützlich sein. Aber sie haben mich trotzdem nicht angekriegt. So, der anstatt dass er nach vorne kommt, geht er weiter nach hinten. Alles zu verfolgen, was ich da rede, auf dem Radar. Und wenn ich raufkomme, sollte er gleich da sein. Ja, da war er auch gerade. Schätze, ich habe alles eingesammelt.
Und tschüss. Das sollte der letzte gewesen sein da. Hoffentlich. Nein. Alter. Runter, 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 runter. Da sind noch weitaus mehr oben. Weitaus mehr anscheinend. Oder es war wirklich das Geschütz jetzt rechts von mir. Das könnte auch gewesen sein. Sonst ist nichts mehr zu finden. Wo ist das Scheißgeschütz? Da vorne ist es. Passt. Stiftgranate? Und wieder weg. Ist aber noch nicht kaputt. Anscheinend. Es ist Alarm, aber okay. So, hier. Okay, es ist noch immer nicht kaputt. Hab's. Aufpassen nur. So, dann haben wir den auch weg. Gott sei Dank, wir haben das Geschütz, glaube ich, ausgemacht. Ich hoffe es. So, den loote ich jetzt, glaube ich, auch schon zum 10. Mal. Finde ich nicht. Mehr finde ich nicht, ja. So, noch einmal was daher. Zack. Gleich nochmal. Wird das auch mal kaputt? Okay. Wie macht man das am besten kaputt? Ich habe ja noch TNT auch mit. Damit das nicht nochmal bemannt wird. Ja, ja, ich hab dich gesehen. Eins, zwei, da haben wir's. So, ihr könnt's beide da mal verbluten, wenn's wollt. So, wo habe ich meinen TNT-Kasten hingehaut? Auf jeden Fall kann man das auch werfen da anscheinend. Wo ist mein TNT-Kasten, den ich da hinwirf? Ich habe keine Ahnung. Ich werf's mal da nach vorne. Alter, was geht denn ab? Ah, da haben wir noch sowas. Okay, okay. Das ist das, was die ganze Zeit auf mich geschossen hat. Ah, das Ding ist jetzt weg. Okay, passt. Wenigstens das Ding einmal rechts von mir ist einmal weg. Hui, es wird auf jeden Fall schwieriger. Es wird auf jeden Fall schwieriger. So, jetzt schauen wir da ganz kurz mal hin. Die Informationen holen wir uns später. Jetzt schauen wir mal, dass wir das Geschütz da rechts irgendwie wegkriegen noch. Kann ich das irgendwie markieren, damit ich weiß, wo es ist? Hier. Passt? Ist markiert? Wie komme ich denn darauf? Ja, ja. Das hier wird sehr nützlich sein. Ja, ja. So, ab einem gewissen Radius kann das Teil aber nicht mehr schießen.
Das heißt, wenn ich da einfach rauflaufe, ja, das geht sogar. So, und ist es nochmal weiter oben? Ja. Ich glaube schon. Nein, ist es nicht. Aber da oben geht auch einer um und um. Ladungen am Fuß würden sie zerstören. Das würde ungewollte Aufmerksamkeit erregen. Ah, da ist er. Ich habe mir gedacht, du bist ein Stockwerk höher. So, und einen gibt's da noch. Sogar jetzt zwei schon wieder. Da ist er. Da hinten irgendwo. Ich warte ganz kurz. Da ist er. So, sollte passen. Ja, runter mit dir. So, das Teil kann nicht auf mich schießen. Das nutzen wir natürlich aus. Und durch. So. Ich hoffe, die Explosion reißt mich jetzt nicht wieder in den Tod, wenn ich da jetzt stehe. Perfekt. Fahrzeugvernichter. Gut, das Teil ist auch hin. So, ober mir sollte jetzt einer sein. Ganz ober mir, da, okay. Scharfschütze. Sehr gut. Ja, er stirbt nur. Er weiß, wo ich bin da oben, nur weiß er nicht, wie er vorgehen soll alleine, ha? Ah, ein Scharfschützenkill, cool. 1 von 5. Hier gibt's 5 Scharfschützen. Aber wohl alles verwendbar. Okay, ich wollte euch eigentlich jetzt da wieder den Brief zeigen. Passt, hab dich. Verband, ja, Verband reicht. Da haben wir ein Zielwasser-Ding. Da fliegt die Kugel. Vollidioten. So, Zielwasser nehmen wir auch gleich mit. Steinadler, ja, ja. Das kennen wir eh. Alles schön brav nachladen. Verband haben wir auch wieder zurückerhalten. Sehr, sehr gut. Dann machen wir das auch gleich kaputt. Zack. Okay. Wir kriegen keine Erfahrungspunkte dafür. Das ist euer Ernst? Wieso kriegen wir dafür keine Erfahrungspunkte? Das verstehe ich nicht. Aber gut, mir ist egal. So, hier unten haben wir was vergessen. Sollten wir eigentlich alles ausgeräuchert haben wieder.
Das ist da drinnen. Okay, dann wieder raus hier, Karl. Alarm, ja, ja. Ihr mit euren Alarm. So, einmal, zweimal, dreimal. Das da hinten habe ich vollkommen vergessen. Wieso habe ich denn das nicht abgeschlossen? Ach so, nein, das war wegen dem Ding. Wegen dem Geschütz, was mich da blockiert hat. Ja, 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 ich kann mich schon wieder dran erinnern. Okay, da geht es aber allerdings runter. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir da raufkommen. Deswegen schauen wir mal da ganz kurz rein. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Verbandskasten, Shotgun, Munition. Ich weiß nicht, warum er das alles mitnimmt, aber mir ist egal. Und hier drinnen sind die... Ein Geräusch! Habt ihr das auch gehört? Den habe ich gar nicht mitgekriegt. So, dankeschön. B-Dienst fängt Depesche ab. Identifiziert als Lieutenant Carl Fairburn. Dokumenten zufolge ist Fairburn Sohn eines in Berlin stationierten britischen Diplomaten und wurde später in Washington ausgebildet. Mitarbeiter des SOE, möglicherweise im Einsatz für das OSS. Okay, was auch immer ein SOE und oder ein OSS ist, ich habe keine Ahnung. Diesem Dokument nachzuurteilen, waren die Befürchtungen der OSS berechtigt. Die Nazis haben unsere Kommunikation tatsächlich abgehört. Okay, ich habe keine Ahnung, warum es rot leuchtet, aber mir ist egal. Okay, dann gehen wir gleich wieder zurück zu der großen Satellitenschüssel. Die müssen wir ja auch irgendwie zerstören. Nehme ich mal stark an, oder wir gehen da nach hinten. Na, wir gehen da später nach hinten. Nehmen wir mit, was wir mitnehmen können. Aber hier sollte eigentlich auch keiner mehr sein. Das ist eh gleich da drinnen. Da hinten sollten zwei sein. Muss ich noch weiter rauf? Ernsthaft, ich muss noch weiter rauf. Okay. Da unten haben wir ein paar Autos. Endlich einmal wieder auf Autos schießen hier. Schnell gehandelt. Nicht lange gefackelt. Tschüss. Deckung aufgeflogen, ja. Deine Deckung ist auch aufgeflogen, Arschloch. Wieso bin ich jetzt gestorben? Wieso bin ich jetzt gestorben? Nein, ich kann es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt gestorben bin. Aber ja, mir ist wurscht. So. In den Rücken. In die Lunge.
Nein, er war leider Gottes nicht in der Nähe. Der rote Punkt. Aber er ist jetzt wieder da oben. Er ist jetzt da oben links. Da explodiert alles. Warum? Sammelt. Okay, ab geht's. Zielschießen wieder mal für dich. Karl. Fairburn. Putz. Das war's aber noch nicht. Einer sollte genau unter mir vielleicht sein. Das könnte schon möglich sein. Lauf, 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 lauf. Verbandskasten. Ah, die schießen mit Raketenwerfer auf mich. Ah, deswegen haben sie mich vorher erwischt. Okay, ich verstehe. So, was ihr kennt, kann ich auch. Oder sind die jetzt schon wieder da oben? Ich glaube, die sind wieder da oben. Und zwar beide. Hinter mir? Wer schießt da auf mich? Oder habe ich mich jetzt getäuscht? Hallo? Ich stehe mal auf für euch. Hallo? Keine Ahnung. Nimm mit, was geht? Sonst ist nichts mehr zu finden. So, das nehmen wir auch mit. Für alle Leselustigen hier draußen. Da kommen gleich die nächsten drei Wichser. Ich hab ihn verloren! Er ist weg, verdammt! Hab ich ihn erwischt? Nein, erwischt habt ihr mich nicht. Passt, aber einen gibt's noch. Wo steckt der? Da drüben gibt's irgendeinen, der schießt die ganze Zeit auf mich. Ist das irgendein Scharfschütze? Oder bilde ich mir das wirklich nur ein? Ich sehe die ganze Zeit irgendwas von da hinten da nach vorne schießen. Vielleicht sollte ich mal das große Ding da kaputt machen, ha? Ich mach mal das da kaputt jetzt da. Seht ihr? Ah, das ist schon wieder dieses depperte. Das da. Eine Munition mehr. Und da ist er. Hinter mir auch. Alter! So, da sind wieder vier Leute. Plus ein Offizier.
Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, du mieser Wichser da oben, ha? Weg mit dir. So, diesmal gehe ich darauf. Alles mitnehmen. Und da unten kommen schon die nächsten zwei. Beweg dich. Alter, es wird echt schwieriger. Ich. Pah! Alter, er bleibt genau da stehen. Er bleibt genau da stehen. Komm, heil dich. Es ist egal, wo ich hingehe, es sind überall Gegner. Ab geht's. Vielleicht treffe ich beide. Komm, steh auf. Ich muss den Part beenden. Alter Vater. Ich hoffe, das war's jetzt einmal fürs Erste. Wir beenden hier jetzt einmal den Part. Fuck you, Alter. Da waren urviele jetzt. Aber wir sind trotzdem heil irgendwie durchkommen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.